Eine Bratwurst für die Corona-Impfung. So einfach geht Überzeugungsarbeit. Wer heute am Fuldaer Weihnachtsmarkt unterwegs ist, bekommt dieses ungewöhnliche Angebot. Und zwar vom Regierungspräsidenten selbst. Wenn wir uns schützen wollen, müssen wir uns impfen. Für uns und für unsere Nachbarn und Freunde, insbesondere auch vor Weihnachten, damit wir im Kreise unserer Lieben uns gegenseitig nicht gefährden. Deswegen der Aufruf an alle, lasst euch impfen, helft uns. Um von der guten Sache zu überzeugen, hat auch Stadtpfarrer Stefan Buß seine Kirche zur Verfügung gestellt. Direkt am Weihnachtsmarkt können hier hunderte Menschen ihre Impfung erhalten. Last minute, kurz vor den Weihnachtsfeiertagen. Ich habe jetzt auch gehört, manche haben das sofort spontan, die haben gesagt, wir wollen zur Familie und wir fühlen uns sicherer, wenn wir noch geboostert sind. Und auch die Hemmschwelle war hier niedriger. Sagte, zum Arzt, bis ich zum Arzt oder so hingehe, hier kann ich mich einfach anstellen und bin dabei. Impfen von jetzt auf gleich statt wochenlanges Warten auf einen Termin. Die Menschen vor Ort waren froh, ihren Peaks ohne große Umstände zu bekommen. Ich hätte schon drin gehabt, aber ich nochmal 2 Wochen warten müssen und ja, desto besser, klar. Ich war gestern zufällig auf Osthessen-News, weil ich was anderes nachgucken wollte und habe das oben direkt als erstes gelesen, Heiliger Peaks Impfaktion. Und da ich einen Termin gesucht habe und erst im Januar dran bin, habe ich mich dann sofort entschieden, habe gedacht, gut, dann stelle ich mich gleich hier an. Und da ich hier aus der Nachbarschaft bin, war es für mich kein weiter Weg. Ich habe mich auf Facebook interessiert und informiert und habe es erfahren und ja, das ja heute ganz gut passt. Mit Beendigung des Weihnachtsmarktes, das ist eine gute Sache. Er hat gesagt, jeder Tag zählt. Normal hätte ich erst am Montag einen Termin gehabt, aber habe ich es gestern Abend in Osthessen News gelesen. Die prominente Unterstützung zahlte sich aus. Auch Fuldas Stadtoberhaupt Dr. Heiko Wingenfeld war auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, um die Menschen von der spontanen Impfung zu überzeugen. Das Impfen ist nach wie vor der Schlüssel zur Bewältigung der Pandemie und ist die Voraussetzung dafür, dass wir in diesen Weihnachtstagen Zuversicht für das neue Jahr schöpfen können und uns auch wieder mehr auf Gemeinschaft freuen können. Nicht nur die Menschen vor Ort profitierten von der Aktion. Direkt bei der Bratwurst am Hotel Platzhirsch stand die Spendenbox für die Fuldaer Tafel. Als Arzt bin ich natürlich besonders froh, dass diese Impfaktion da ist. Und bin auch froh, dass man hier eine Bratwurst bekommt und gestärkt wird. Und wir hoffen natürlich, dass viele, die in den Genuss kamen, der Tafel eine kleine Spende machen. Denn alles, was hier gespendet wird, kommt der Fuldaer Tafel, also armen Leute, zugute. Am letzten Tag des Weihnachtsmarkts war das Spontanimpfen in der Stadtpfarrkirche ein eindrucksvolles Zeichen für den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten und dafür, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Osthessen News. Sehen, was bewegt.